Super. Okay, ja, ich freue mich sehr, heute eines unserer Projekte vorstellen zu dürfen. Dabei geht es darum, wie wir denn blau-grüne Infrastruktur in bestehender Stadtstruktur integrieren können, damit es uns gelingt, eben an den Klimawandel angepasste Städte zu haben. Wir haben das über eine Potenzialflächenanalyse gemacht. Also wir haben Potenzialflächen herausgesucht, die sich für einen wasserbewussten Umbau im Bestand eignen. So. Ja, von der Theorie in die Praxis haben wir heute Morgen schon viel im Einführungsblock gehört. Also wir wissen alle hier in dem Raum, ein Umdenken des städtischen Wasserkreislaufs ist unumgänglich aufgrund des Klimawandels. Und dieser Paradigmenwechsel hat so ungefähr in den 1990er Jahren begonnen. Also tatsächlich schon eine ganze Weile eigentlich, dass darüber gesprochen wird, dass das Regenwasser nicht mehr in den Kanal eingeleitet werden soll, sondern wenn möglich an Ort und Stelle wieder dem natürlichen Wasserkreislauf zugefügt wird. Wie Sie schon gehört haben, bei uns im Sachgebiet sind wir so aufgeteilt, dass wir einerseits den Bereich Neuerschließung abdecken, aber auch Klimafolgenanpassung im Bestand. Und wir merken über die letzten Jahre, den Schwammstadtgedanken im Neuerschließungsbereich umzusetzen, ist verhältnismäßig einfach, weil wir hier viel mit Investoren zusammenarbeiten und es ja immer wieder um Neubauten geht. Das heißt, hier haben wir einen Investorenleitfaden entwickelt, der ganz konkrete Vorgaben macht, wie wir uns den Schwammstadt vorstellen und dass das umgesetzt werden soll. In der bestehenden Stadtstruktur wissen wir hier alle, glaube ich, auf wie viele Herausforderungen wir treffen und dass es dadurch eben in der Praxis aktuell eher wenig umgesetzt wird oder sagen wir mal weniger, als wir es eigentlich gerne möchten und das sinnvoll wäre. Das hat uns dazu gebracht, uns zum Ziel zu setzen, dass wir die ganzen bekannten Lösungen, die ganzen technischen Lösungen, die es schon gibt und die überall auf dem Markt sind und über die schon seit so vielen Jahren gesprochen wird, dass wir die viel mehr im Bestand umsetzen möchten und haben dann überlegt, welche Möglichkeiten haben wir denn hier überhaupt anzusetzen. Also, unsere Wunschvorstellung, es ist ja immer schön, ein konkretes Ziel zu haben, unsere Wunschvorstellung wäre, dass zukünftig alle städtischen Umbaumaßnahmen tatsächlich wasserbewusst erfolgen. Realität, zumindest 2024, sieht leider so aus, dass die Beteiligung von den Entwässerungsbetrieben im städtischen Planungsprozess häufig zu spät oder teilweise auch gar nicht erfolgt. Und zwar nur im Rahmen der technischen Regelentwässerung. Wenn es jetzt zum Beispiel um eine Platzumgestaltung geht, wo die Entwässerung an sich gar nicht angepackt wird, dann bekommen wir davon gar nichts mit. Wenn der Kanal vorher schon angeschlossen war, dann läuft die Planung komplett an uns vorbei. Und das möchten wir eigentlich zukünftig nicht, weil anstatt dass das Geld in die Sanierung der Kanäle unter diesem Platz gesteckt wird, wäre es viel sinnvoller, das Geld in eine zukunftsvisierte, wasserbewusste Umgestaltung zu stecken. Deswegen haben wir uns überlegt, welche Varianten haben wir denn, um unsere Wunschvorstellung zu erreichen. Plan A sieht so aus, dass die bisherigen Arbeitsschritte angepasst werden müssten. Das heißt, wir müssen wirklich in den Dialog mit vielen verschiedenen städtischen Ämtern gehen und hier darüber sprechen, an welchen Punkten wir konkret ansetzen können, damit eben solche Planungsprozesse zukünftig nicht mehr an uns vorbeigehen und die zusätzlich auch im besten Fall unsere Zielvorstellung mit aufnehmen, dass es sich eben nicht nur um eine schöne Gestaltung, also aus stadtplanerischer Sicht handelt, sondern dass es konkret auch wasserbewusst gestaltet wird. Ich würde sagen, das ist definitiv der nachhaltigste Plan eigentlich, ist aber auch ein langwieriger Prozess, der stetig parallel laufen sollte. Weil uns das aber ein bisschen zu langsam ist, haben wir überlegt, wie können wir denn hier proaktiver vorgehen und sind dann auf Plan B gekommen und haben uns überlegt, wie können wir denn Flächen identifizieren, die sich aufgrund von einer naheliegenden Überflutungsgefahr besonders für eine wasserbewusste Umgestaltung eignen. Das heißt, wo wir den Handlungsbedarf aus unserer Sicht sehen, dass wir hier auch aktiv werden könnten. Das heißt, genau, dass wir tatsächlich plötzlich in der Stadtgestaltung eine proaktive Rolle einnehmen, was wir bisher ja eher nicht gemacht haben in der Vergangenheit. Deswegen haben wir uns dann gefragt, wie können wir denn überhaupt städtische Potenzialflächen identifizieren, die sich für einen wasserbewussten Umbau im Bestand eignen. Und da war unser Anspruch, dass wir gerne ein systematisches und übertragbares Verfahren herausarbeiten wollten. Und das hat uns dann eben zu der Potenzialflächenanalyse gebracht, die ich gleich vorstellen möchte, weil die aber Teil von einem übergeordneten Überflutungskonzept bei uns ist. Gehe ich erstmal darauf ein, bevor ich dann wirklich Schritt für Schritt erkläre, wie wir vorgegangen sind. Genau, das ganzheitliche Überflutungskonzept
beinhaltet bei uns nicht nur unser Sachgebiet, sondern viele andere Sachgebiete. Da haben wir quasi bei uns im Haus sehr interdisziplinär gearbeitet. Da ging es darum, einmal die hydraulischen Kanalnetzberechnungen nochmal konkret zu aktualisieren, auch die Berechnung verschiedener Lastfälle, nicht nur die für fünfjährlich oder dreijährlich, sondern hier haben wir auch konkret mal ausgerechnet, wie viel Überstau haben wir dann an welchen Schächten beim 30-jährlichen Ereignis. Dann haben wir uns nicht nur die Überflutungsgefährdung bei Starkregen angeschaut, sondern natürlich auch bei Hochwasser und bei Grundhochwasser. In dem Zuge haben Kolleginnen und Kollegen die bestehenden Hochwasserschutzanlagen nochmal geprüft und geschaut, inwiefern es denn ein Erhöhungspotenzial bei den Anlagen gibt. Im Bereich der Neuerschließung wurden beispielsweise vorhandene B-Pläne geprüft, weil wir uns erstmal einen Überblick verschaffen wollten auch, inwiefern denn aktuell schon Maßnahmen umgesetzt wurden, dass in B-Plänen auch irgendwelche Vorgaben zur Starkregenvorsorge integriert wurden, hatten leider das ernüchternde Ergebnis, dass es bis dato sehr wenig genutzt wird. Und in dem Zuge wurde auch für einen Stadtteil exemplarisch mal die Wasserhaushaltsbilanz ausgerechnet und das ausprobiert, wie wir das als Werkzeug zukünftig auch einsetzen können. Genau, parallel dazu läuft auch eine gezielte Informationskampagne, dass wir einerseits Akzeptanz für unsere Maßnahmen schaffen, aber eben auch nochmal die Aufgabenverteilung erklären. Das wird im Blog eben ja auch ganz schön nochmal gesagt, dass die öffentliche Hand allein kann das nicht bewerkstelligen. Wir brauchen hier die Privaten und deswegen ist an der Stelle uns auch ganz wichtig, dass wir dazu Eigenvorsorge animieren. Das Überflutungskonzept haben wir erstmal als Blaupause im Bezirk Rodenkirchen im Kölner Süden durchgeführt. Und zukünftig wollen wir das evaluieren und dann ist eigentlich auch der Plan, dass wir das auf die anderen 8 Bezirke in Köln auch noch übertragen werden. Rodenkirchen sehen Sie hier, das Stadtgebiet ist im Kölner Süden, wird begrenzt durch den Rhein und die Städte Hürth und Wesseling. Und damit Sie eine grobe Vorstellung haben, über welche Größenordnung wir hier sprechen, wir haben hier etwa 110.000 Einwohnende. Dann kommen wir zur Potenzialflächenanalyse. Also Ziel der Analyse war es, einerseits Überflutungshotspots ausfindig zu machen, also bei Starkregen, und andererseits dann zu schauen, wo haben wir denn im Umkreis städtische Flächen, die sich für einen wasserbewussten Umbau eignen. Das heißt, unser Ziel ist es, Wasser gezielt zu führen und auf geeigneten städtischen Flächen dann schadlos zwischenzuspeichern und versickern zu lassen. Unser Ziel damit ist natürlich, dass wir einerseits Überflutungsschäden minimieren möchten und andererseits Synergieeffekte zu nutzen, also das Klima, Mikroklima zu verbessern und zur Hitzeprävention beizutragen. Wenn oberirdische Maßnahmen nicht möglich sind, dann werden natürlich unterirdische Maßnahmen in Erwägung gezogen. Und in dem Zuge, wenn wir merken, es sind keine städtischen Flächen im Umkreis, dann haben wir in dem Zuge auch geprüft, welche Objektschutzmaßnahmen würden denn zumindest an der Stelle helfen, damit das zumindest die Überflutungsvorsorge weiter sichergestellt ist. Genau, wie sind wir denn bei der Potenzialflächenanalyse vorgegangen? Also im ersten Schritt haben wir die Gefährdung ermittelt, weil auch der gesamte Bezirk Rodenkirchen so groß ist, können wir hier nicht straßenzugscharf jede kleine Pfütze, sag ich jetzt mal, also jede Überflutungsfläche bei Starkregen betrachten. Deswegen haben wir hier Cluster gebildet, die wir dann detaillierter untersuchen danach. Dann haben wir gesagt, es geht ja nicht nur um die Gefährdung, sondern auch um die potenziellen Schäden, die entstehen können. Deswegen haben wir im nächsten Schritt dann uns die potenziellen Schäden angeschaut und auch da wieder geschaut, ob es mit der Clusterbildung, die wir vorher vorgenommen haben, ungefähr hinkommen oder ob wir da nochmal Anpassungen vornehmen. Daraufhin wurden die Cluster eben festgelegt und dann sind wir in die detaillierte Analyse eingestiegen. Und in dieser detaillierten Analyse war dann der nächste Schritt, dass wir dann geschaut haben, welche städtischen Potenzialflächen liegen denn hier im Umkreis. Und das führt uns dann letztendlich zu den Maßnahmenvorschlägen, entweder städtischerseits oder Objektschutzmaßnahmen. Das Ganze zeige ich jetzt mal beispielhaft anhand der Karten. Also hier sehen wir das Kanalnetz-Einzugsgebiet von Rodenkirchen. Und hier ist jetzt mal die Karte zur Gefährdungsbetrachtung dargestellt. Ich habe ja eben schon von Überflutungshotspots gesprochen. Unsere Starkregen-Gefahrenkarte ist derzeit noch keine flächendeckend gekoppelte Berechnung. Deswegen haben wir an der Stelle gesagt, wir sprechen dann von Überflutungshotspots, wenn wir sowohl eine oberirdische Überflutungsgefährdung haben durch Starkregen, also das blau markierte hier dargestellt, und wenn wir zusätzlich auch noch mit Kanalüberstau aus dem Kanal zu rechnen haben. Das ist hier über die Punkte, die bunten Punkte dargestellt, genau, mit den Kubikmeterangaben, wie viel Überstau wir an den einzelnen Schächten zu erwarten haben.
Dann noch ein besonderer Layer, den nennen wir Flutungsmeldungen, dieser grünen Dreiecke. Hier sammeln wir sowohl von der Feuerwehr Meldungen, also wasserbezogene Einsätze, wenn wir wissen, zum Beispiel am 14. Juli 2021 waren sehr viele Einsätze, und dann bekommen wir tatsächlich adressscharf die Information, hier stand Wasser 15 cm hoch auf der Straße. Zusätzlich sammeln wir hier auch noch alle möglichen Informationen hinsichtlich Beschwerdemeldungen, die bei uns eingehen. Und damit, das nutzen wir eben einerseits zur Validierung unserer Gefahrenkarte und aber auch als Information, wo es bereits zu Schäden kam. Genau, im nächsten Schritt geht es ja dann um die Schäden. Hier sehen Sie in Rot eingekreist die verschiedenen Cluster, die wir gebildet haben. Und hier sieht man einen Schadenspotenziallayer, der ist abhängig von der Art der Bebauung, die hier anzutreffen ist, und zusätzlich von der potenziellen Höhe des Wasserstandes bei einem jeweiligen Starkregenereignis. Das hat ein Kollege bei uns dargestellt. Je dunkler der Rotton, desto höher die potenzielle Schadenssumme. Außerdem haben wir auch noch einen Layer mit sensiblen Objekten. Das heißt, hier haben wir kritische Infrastruktur dargestellt, aber auch städtische wichtige Infrastrukturen, also nicht nur Krankenhäuser, aber auch Schulgebäude, also alle anders herausragenden Bebauungsstrukturen, die uns besonders schützenswert sind. Genau, dadurch haben wir jetzt die Cluster festgelegt. Das heißt, für den Bezirk Rodenkirchen haben wir die Stadtteile Rondorf im Nordwesten identifiziert, Immendorf im Südwesten, dann den Stadtteil Sürth, das ist im Südosten gelegen, und dann den Innenstadtbereich Rodenkirchen, also der Stadtteil heißt ja auch Rodenkirchen, im Nordosten hier oben. Der Bereich Hahnwald hier ist eingekreist, nur zur Information, den hätten wir an sich auch gewählt, weil wir hier auch bei dem Ereignis 2021 viele Schäden hatten. Allerdings wird das im Zuge von der Rückabwicklung von dem Ereignis damals sowieso detailliert betrachtet. Genau, dann steigen wir ein in die Detailanalyse dieser Clustergebiete. Hier haben wir uns jetzt tatsächlich straßenzugscharf angeschaut, wo haben wir innerhalb dieser Cluster besonders markante Überflutungsflächen. Dann haben wir geguckt, gibt es denn geeignete städtische Flächen, die sich zur wasserbewussten Umgestaltung eignen im direkten Umkreis dieser Überflutungsfläche, wo wir das Wasser umleiten und dort schadlos zwischenspeichern können. Und das hat uns dann eben dazu gebracht, dass wir Maßnahmenvorschläge herausgearbeitet haben, um eben die Schäden bei Starkregen zu vermeiden. Hier habe ich jetzt als Beispiel einen Bereich mal dargestellt. Hier sieht man also einerseits die Starkregen-Gefahrenkarte dargestellt für einen Starkregen-Index 5. Zusätzlich Kanalüberstaupunkte haben wir hier im nördlichen Bereich an der Adlerstraße. Und das, was Sie flächendeckend hier in grün und in blau dargestellt sehen, diesen Layer nennen wir ja BGI, Ober- und Unterirdisch, das sind die grünen Flächen, das heißt, das sind städtische Flächen, das heißt für uns Flächen, auf denen wir agieren können, die sich unserer Meinung nach sowohl für einen oberirdischen Rückhalt als auch für einen unterirdischen Rückhalt eignen würden. In blau dargestellt sind die städtischen Flächen, die sich unserer Meinung nach nur für einen unterirdischen Rückhalt eignen. Und dann teilweise sind manche Flächen in grau dargestellt, das ist dann nochmal eine Einzelfallprüfung, beziehungsweise ist letztendlich eigentlich immer jede Fläche natürlich nochmal im Einzelfall zu betrachten. Ja, ich denke, jede Kommune, die so einen Layer, also wir haben das nach den Alkes-Daten klassifiziert dann, und das wird wahrscheinlich bei jeder Kommune anders aussehen. Bei uns ist zum Beispiel das Amt für Kinder- und Jugendinteressen sehr zurückhaltend und besorgt. Deswegen ist da aktuell ganz klar, dass wir das nur unterirdisch, diese Flächen, einplanen können. Das heißt aber nicht, also ich verstehe diesen Layer als sehr dynamischen Layer, weil wir hier natürlich in Zukunft immer wieder schauen müssen, wie entwickeln sich die Gespräche mit den städtischen Ämtern und können wir vielleicht doch noch mehr Partner und Partnerinnen in dem Bereich gewinnen, dass wir hier vielleicht doch mehr die Oberfläche mit einbeziehen dürfen. Das heißt, in dem Bereich haben wir jetzt geschaut, wo könnte denn hier Wasser stehen oder wo stand das bereits, was wir anhand der Flutungsmeldung ja sehen können. Und wo gab es vielleicht schon Schäden oder wo könnte es zu Schäden führen? Da haben wir uns dann näher unter anderem mit der Adlerstraße hier, mit dem Tiefpunkt hier im Südosten beschäftigt.
weil hier in der Vergangenheit auch schon einige Beschwerdemeldungen bei uns eingingen und wir wissen, dass es hier einfach immer wieder zu Problemen kommt. Und haben dann in dem Zuge überlegt, okay, wie können wir denn hier vorgehen? Welche städtischen Flächen haben wir denn hier im Umkreis? Eigentlich war unser großes Ziel anfangs, dass wir dachten, perfekt, wir haben hier diesen Grünzug, das eignet sich ja super, jetzt müssen wir nur noch schauen, wie können wir das Wasser technisch darüber leiten, dass das Wasser auch wirklich in der Grünfläche ankommt und nicht mehr an dem Tiefpunkt bei den Gebäuden. Ja, in der Realität sieht das dann anders aus, weil wir waren mit den städtischen Kollegen draußen und die meinten, oh ja, tolle Idee, aber nein, das geht natürlich nicht. Das ist ja hier ein Schulweg und das ist ja hier ein hügelig und wir können ja hier keine Baustelle machen, das ist für die Anwohner ja ganz schlecht und dann war ich erstmal ein bisschen deprimiert, weil ich dachte, ach, eigentlich so perfekt gelegen, das kann doch jetzt nicht sein. Aber zumindest waren die Kollegen bereit, an andere Kollegen zu denken und haben dann gemeint, hier diese blau dargestellte Fläche ist ein Kleingartenverein, ein städtischer. Und da befindet sich hier im Nordwesten eine Parkplatzfläche. Und dann meinten sie, sprechen Sie doch da, das ist ja viel näher gelegen am Tiefpunkt, das eignet sich ja viel besser, vielleicht nicht oberirdisch, aber es war schon ganz klar, gehen Sie weg von uns, aber probieren Sie es weiter. Ja, das haben wir gemacht. Und, nochmal zurück. Genau, an dem Stand sind wir aktuell, dass wir hier weiter, also die Kleingartenstelle war auch sehr aufgeschlossen und hier sind wir jetzt konkreter in den Gesprächen, dass hier geplant wird, eine Mulden-Regulen-Kombination, eventuell auch mit einer Zisterne, dass auch die Bewässerung der Kleingärten dadurch weiter sichergestellt werden kann und die da vielleicht drauf umweichen. Genau, das prüfen wir aktuell. Ich merke, ich beeile mich ein bisschen. Hier, was wir in dem Zuge der Detailanalyse auch noch gemacht haben, ist die Straßenzüge via, das nennt sich Cyclomedia. Das ist eigentlich so wie Google Street View, nur dass wir hier noch den charmanten Vorteil haben, dass wir hier Wasserstände, den maximalen Wasserstand bei einem Starkregenereignis eintragen können und dann wird es so blau eingefärbt und so können wir schon ziemlich viel vom Computer im Büro abdecken und die Straßenzüge entlangfahren und schauen, mit welchen Schäden müssten wir denn tatsächlich in der Realität rechnen. Bei alter Baustruktur häufig weniger, bei neuer häufig mehr. Und da merken wir immer wieder, Objektschutz ist das Effektivste. Ich habe eben schon näher beschrieben, wie wir bei der Flächenumgestaltung weiter vorgehen, also Kontakt zu den städtischen Ämtern aufnehmen, geschickt versuchen, unsere Idee zu verkaufen und im engen Austausch mit denen zu bleiben und dann eben gemeinsam eine Vorzugsvariante herauszuarbeiten, dass es dann zur Entwurfsplanung weitergeht. Und unser großes Ziel ist es, dass wir dann, wenn wir die Entwurfsplanung haben, auch die Förderprogramme, die es ja auf dem Markt gibt, nutzen zu können, um dann auch weiter in die Umsetzung zu gehen. Genau, kommen wir zum Fazit, das ist mir noch wichtig, dafür Zeit zu haben. Wir haben insgesamt 15 Bereiche sehr detailliert analysiert und leider feststellen müssen, nur 3 von denen eignen sich unserer Meinung nach überhaupt für eine Machbarkeitsstudie. Das heißt, wir merken im Bestand wieder, meist fehlen geeignete städtische Flächen im Umkreis einer Überflutungsfläche. Und Plan A bekommt nochmal eine höhere Priorität, sprich wir müssen in den Dialog mit allen städtischen Fachämtern gehen, die für uns relevant sind und die Arbeitsschritte so anpassen, dass der Schwammstadtgedanke möglichst von allen mitgetragen wird und bei allen Planungsschritten mitverfolgt wird. Die andere Erkenntnis war wieder, Objektschutz ist das A und O. Eigenvorsorge ist unheimlich wichtig, deswegen haben wir die Informationskampagne, die parallel läuft. Und hier sprechen wir auch wirklich gezielt Eigentümerinnen an, die bei uns bei der Detailanalyse als besonders gefährdet uns erschienen und werfen da wirklich auch gezielt Flyer ein mit dem Hinweis, vorsichtig, Sie leben in einem besonders gefährdeten Bereich. Das sind die Schritte, die wir Ihnen empfehlen und wollen auch über Kreidespray-Aktionen darauf aufmerksam machen. An Straßenlaternen beispielsweise, so hoch steht das Wasser bei Ihnen im Starkregenfall. Überlegen Sie sich mal, wenn Ihre Tiefgarage direkt nebendran ist, was das bedeutet. Genau, damit bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit.